war einmal vor vielen, vielen Jahren ein Königreich, in dem es auch eine Mühle gab. Sie gehörte dem Müller Machal und seiner Frau. Sie waren beide sehr fleißig und hatten sich von Herzen gern. Ihr Sohn Petter war ein aufgeweckter und guter Junge. Sie hätten glücklich und zufrieden leben können, wenn es den Königen nicht eingefallen wäre, gegeneinander Krieg zu führen, weil jeder von ihnen glaubte, dem anderen ginge es besser als ihm und er wäre reicher als er. So rüsteten sie ein Heer aus und schickten ihre Soldaten gegeneinander in den Kampf. Es war, als ob alle den Verstand verloren hätten. Denn das Einzige, was dabei herauskam, war, dass das Land verarmte und viele Soldaten sterben mussten. Der Krieg dauerte über 10 Jahre. Dann ging dem König, in dessen Reich die Mühle von dem Müller Machal stand, das Geld aus. Der kleine Peter war inzwischen ein stattlicher Bursche. Sein Vater aber war alt geworden und seine Kräfte fingen an, ihn zu verlassen. Er hatte Sorgen, vor allem aber zehrte der Kummer an ihm, denn seine geliebte Frau war während des langen Krieges gestorben. Ihr habt mir gesagt, durch diesen Krieg würden wir reich werden und unsere Schatzkammer auffüllen. Wo bleibt nun der Reichtum, frage ich euch? Tut mir leid, Herr König, um reich zu werden, hätten wir diesen Krieg gewinnen müssen, aber dazu fehlten uns 5000 Dukaten und so haben wir eben verloren. Warum habt ihr den Krieg dann angefangen, wenn uns die 5000 Dukaten fehlten? Als mein Minister müsstet ihr das doch wissen und mich richtig Herr verraten. Herr König... Mir macht's überhaupt keinen Spaß mehr zu regieren. Ich gehe viel lieber auf die Jagd. Aber nach eurem dummen Krieg gibt es in den Wäldern ja kaum noch etwas zu jagen. Wir müssten eben unser Heer schneller auf die Beine stellen als die anderen. Aber dazu brauchten wir jetzt auf der Stelle 5000 Dukaten. Wo soll ich die denn hernehmen? Oh, verflixt nochmal, wo habe ich denn nur den... Schlüssel? Ja, für die Kassette. Den Schlüssel. Guten Morgen. Guten Morgen, Mädchen. Wisst ihr, wo ich den Schlüssel zur Geldkassette habe, Adelka? Ach. Nein, Papa. Angelina. Ach, Papachen. Was heißt Papachen? Wo ist er denn nun? Adelka. Aber hast du vergessen, dass du den Schlüssel immer hier reinlässt? Sieh mal an, dort also. Nein, ich habe ihn dort bestimmt nicht reingetan. Niemals? Niemals dort. Ah. Da, bitte, das ist alles. Alles. Was denn? Die ganzen Finanzen? Alles, was wir besitzen. Du hast mir ein neues Kleid versprochen. Warte, dazu reicht ich das sofort zurück. Der Minister braucht das Geld, um ein neues Heer aufzustellen. 5000 Dukaten. Ich weiß, deine Schwester Adelka hat mich noch nie um ein neues Kleid angeboten. So ist es. Aber nur, weil ich immer meine Kleider abgebe. Oh. Und ich habe da nichts mehr anzuziehen. Weg. Aber das geht gerade nicht für ein neues Jahr. Hörst du wohl? Verstehst du nicht? Das sind Staatsfinanzen. Angelina, weine doch nicht. Ich will kein Kleid mehr von dir. Mir reicht das, was ich anhabe. Schweig, du dumme Gans. So werde ich nie einen Mann bekommen. Oh.
Ach, ungeschickter Bengel, pass doch gefälligst auf. Muss ich denn alles allein machen? Guten Tag. Ach, Janicek, du bist mir vielleicht ein Helfer. Oh, Herr Minister. Geh, mein Junge, sonst brennt womöglich noch was an. Welche Ehre, Herr Minister. Wie sieht das denn aus, Dorotka? Ist es nicht Zeit für dich als Herrin zu denken? Derjenige, an den ich dabei denke, hat mir noch keinen Antrag gemacht. Wie wäre es denn mit dem Müller Machal? Machal? Psst. So einen alten? Psst. Überleg mal, was für Vorteile das bringt. Wenn so ein hübsches Frauenzimmer wie du den Müller dazu bringen würde, sie zu heiraten, dann wäre sie nach seinem Tode die Besitzerin der Mühle. Aber er hat doch einen Sohn. Psst. Da würde ich schon einen Rat finden. Nanu, wie kommt denn die Katze hierher? Unheimlich. Guten Morgen, Herr Nachbar. Guten Morgen. Du meine Güte, was habt ihr denn für eine Unordnung? Ich kam zufällig hier vorbei und dachte, klopft doch mal an. Wenn ihr wollt, helfe ich euch in der Wirtschaft. Na ja. Ach, wisst ihr, das ist doch Frauenarbeit. Wunderbar. Und greif zu. Na, lasst es euch schmecken. Und es dauerte keine 4 Wochen, da gab es eine Hochzeit. Man sagt nicht umsonst, wenn du aus einem alten Mann einen Narren machen willst, dann gib ihm eine junge Frau. Für diese Goldstücke kaufen wir dir das Feld am Teich unten. Aber Dorotka, die Mühle reicht doch für uns alle. So ein Feld bedeutet eine Menge Arbeit mehr. Aber František, du bist doch noch ein kräftiger Mann. Oder kommst du dir schon zu alt vor? Von wegen zu alt. Rühr das Essen um, damit es nicht anbrennt. Hast du nicht eine sparsame Frau? Die hab ich. Eine andere würde alles für Putz ausgeben. Wie kommst du dazu, sämtliche Knechte vorzuschicken? Wie sollen denn Vater und ich die Arbeit in der Mühle ganz allein schaffen? Dann musst du eben aufhören zu faulenzen. Warum sollen wir so viel Mäuler durchfüttern? Vater, warum sagst du denn nichts dazu? Dorotka meint es doch nur gut, Peter. Wir werden es schon irgendwie schaffen. František, heute ist Tanz im Krug. Du hast versprochen, mit mir hinzugehen. Ach, Dorotka, ich... Soll ich vielleicht allein hingehen? Nein, natürlich nicht. Und jetzt, ihr Musikanten, spielt uns eine Flattepolka. Oh, lass uns lieber an den Tisch zurückgehen. Aber warum? Willst du vielleicht, dass ich mit einem anderen die Polka tanze? Das will ich nicht. Also. Schneller, schneller. František, oh je! Oh, was für ein Unglück! Oh, was fange ich nur ohne meinen lieben Mann an? Oh.